größte verpasste Chance ist, glaube ich, die, dass es nicht möglich war, aus der Wachstumsenquete eine Wohlstandsenquete zu machen. Die Tatsache, dass es gerade darum ging oder gehen sollte, im Zusammenhang des Wachstumsbegriffs zum Wohlstand und zur Lebensqualität zu stellen, das ist eigentlich nicht geglückt. Ich finde es unheimlich tragisch, wenn wir jetzt mit der Enquete enden, weil ich glaube, wir können uns in der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft im Kreis drehen und auf den Kopf stellen. Es ist so wichtig gewesen, einen offiziellen politischen Prozess zu haben, wo politische Parteien und auch die Regierung im Zweifel zumindest eine gewisse Rechenschaftspflicht mitbekommen haben, sich zu dem Thema äußern zu müssen. Und auch mediale Aufmerksamkeit ist dadurch viel besser gesichert. Ich denke, das wäre ganz wichtig, einen Anschlussprozess zu finden, ob es jetzt wieder eine Enquete-Kommission ist und was deren genaues Thema ist, wie wir da weiterkommen, müsste man schauen. Aber auf jeden Fall dieses Commitment von der politischen Seite, diesen Prozess jetzt nicht abzubrechen, wäre unheimlich wichtig aus meiner Perspektive. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer Art Zwischenresümee der Frage von Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Oft genug ist gesagt worden, die Enquete-Kommission wäre in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden. Ich finde, dass das rege Interesse von Ihnen, euch, heute, aber auch die mediale Öffentlichkeit, die gerade erzeugt wird, nicht das Gegenteil beweist, aber diese ganz strikte These etwas in Frage stellt. Nächsten Montag, am 15. April, ist ja die letzte Sitzung der Enquete-Kommission und nicht umsonst haben wir eben heute, den heutigen Tag als Anlass genommen, im Hinblick auf diesen Schluss, dieses Zwischenresümee zu ziehen. Die Enquete-Kommission hat angefangen im Januar 2011 mit 17 Mitgliedern des Bundestages und 17 anfangs männlichen Sachverständigen, wie Katharina Pühl bereits gesagt hat, mit viel Zuarbeit aus den Fraktionen im Umfeld, mit eigenen auch Menschen, die für die Enquete-Kommission angestellt wurden, mit einem Sekretariat. Und die Arbeit der Enquete war so organisiert, die meisten wissen das, ich möchte es aber nochmal deutlich machen, dass wir das alle auch im Raum haben. Die Enquete-Kommission hat sich in diesen 2¼ Jahren ungefähr monatlich getroffen zu Enquete-Plänen und hat in 5 Projektgruppen gearbeitet. In einer ersten Phase war es die Projektgruppe, die Rolle von Wachstum und Wohlstand in der Gesellschaft, Projektgruppe 1, und die Projektgruppe 3, die Frage der Entkopplung von Wohlstandsentwicklung, Wachstumsentwicklung von Ressourcenverbrauch. Die Projektgruppe 2 war die zum Indikator, eines alternativen Indikators, die in der Öffentlichkeit wahrscheinlich am stärksten wahrgenommen wurde. Die ist durchgehend gelaufen, die hat jetzt erst kürzlich ihre Arbeit beendet. In der zweiten Phase gab es nicht mehr Projektgruppe 1 zur Frage von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft und nicht mehr die Projektgruppe 3 zur Entkopplung. Dafür haben 2 andere Projektgruppen begonnen, nämlich die Projektgruppe 4 zu Fragen von Ordnungspolitik, Gestaltungspolitik in diesem Themenfeld Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und die Projektgruppe 5 zu Arbeit, Konsum und Lebensstilen. Das nur noch mal kurz aufgerufen zur Enquete. Der Abschlussbericht ist gerade fast fertig. Norbert Reuter sagte gerade noch mal 957 Seiten. Ich glaube, es werden gerade noch Sondervoten geschrieben. Wir knacken die 1000 oder wir kommen knapp an die 1000 Seiten ran. Ob das gut oder schlecht ist, müssen dann die entscheiden, die damit arbeiten. Die Linke als Fraktion im Bundestag war vertreten mit 2 Mitgliedern des Bundestages, nämlich Ulla Lötzer und Sabine Leidig und 2 Sachverständigen, dazu waren Norbert Reuter von Verdi eingeladen und ich. Ich arbeite hauptberuflich an der Uni Wien und genau, bin zurzeit Fellow hier bei der Stiftung. Allerdings war unser Anspruch, bereits von Anfang an nicht nur in der Enquete-Kommission zu wirken, sondern auch darüber hinaus und im Rahmen einer politischen Linken, einer gesellschaftlichen Linken im weitesten Sinne, also nicht nur um die Partei herum, natürlich das Vorfeld der Partei, aber viel breiter die Fragen von Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität zu stellen und zu bearbeiten. Und Conny Möhring hat, ich glaube, vor 5 Tagen in einem auf dem Website der Linksfraktion zu Recht kritisiert, dass die entscheidenden Fragen in der Kommission gar nicht gestellt wurden. Ich würde sagen, viele der entscheidenden Fragen wurden nicht gestellt. Andere wurden gestellt. Norbert Reuter sagte kürzlich, da sind ungehobene Schätze, die eben noch gehoben werden müssen. Da ist viel angedeutet, was bearbeitet werden muss und soll. Deshalb haben wir jetzt als die beiden Sachverständigen und die beiden MdBs der Linken ein Sondervotum auch nochmal verfasst auf 16 Seiten,
Michael Popp, der auch gerade kam, hat sich da sehr Verdienst gemacht in der Koordination, der uns in der Arbeit unterstützt hat. Dieses Sondervotum liegt draußen, nehmt euch gerne eine Kopie. Das ist, glaube ich, das, was auch Conny Möhring anmahnt, nämlich die vielen offenen Fragen zu stellen. Die stellen wir, präzisieren wir und formulieren auch die ein oder andere Antwort. Was wir nicht machen, das fordert auch Conny zu Recht, eine Glücksenquete zu fordern, aber das kann ja noch kommen. Das Spannende war, wir hatten diesen politischen Salon, den Katharina bereits erwähnt hat, Enquete begleitend, immer sonntagsabend, einige von euch und Ihnen waren ja auch da, und wollten die Spannungen für linke Politik genauer verstehen. Die Spannungen, die natürlich klar sind, wenn es ein starkes Spektrum gibt, das keynesianisch argumentiert, das keynesianische Wachstumsorientierung hat. Wie geht dieses Spektrum um mit feministischen Positionen, nämlich einen ganz anderen Wohlstandsbegriff zu entwickeln? Wie sind die Ansprüche von sozialen Bewegungen, Umweltbewegungen, internationalistischen Bewegungen, die ja zweifelsohne zum Raum der Linken gehören, wie werden die in Resonanz gebracht mit eher keynesianischen Positionen? Da gibt es keine Lösung, aber wir müssen uns eben aufmachen, diese Spannung produktiv zu bearbeiten, um rauszukommen aus der Orientierung einerseits nur Verteilungsfragen zu stellen und nicht mehr zu fragen, wer backt eigentlich den Kuchen und was sind die Ingredienzen des Kuchens, nämlich die ökologischen Ingredienzen, die internationalen, also weltmarktorientierten Ingredienzen und anderes. Und die Differentia Specifica aus meiner Sicht, das habe ich gelernt in der Enquete, die wir sozusagen stark eingebracht haben, aber die wir auch weiter diskutieren müssen, sind darauf zu pochen, dass der Umbau demokratisch ist. Das ist in den Oppositionsparteien relativ stark Konsens gewesen, aber was bedeutet konkret demokratisch? Was bedeutet, den Wirtschaftsprozess demokratisch zu gestalten? Da sind wir über Postulate nicht herausgekommen. Und die an der Frage, ein bisschen überspitzt formuliert, der Emanzipation festzuhalten, also uns nicht klein zu machen vor Wirtschaftskrise, vor den planetarischen Grenzen, vor den Umweltgrenzen, das muss jetzt prioritär gemacht werden, die Grenzen einzuhalten, sondern an einem Projekt von gesellschaftlicher Emanzipation im globalen Maßstab auch festzuhalten. Im globalen Maßstab, und da gehen andere Spannungen los, von wie gehen wir mit der Wettbewerbsorientierung um, wie gehen wir damit um, dass bestimmte Krisenpolitiken hier mehr oder weniger Erfolg haben auf dem Rücken von anderen Ländern und Regionen. Deshalb eine Art Zwischenresümee. Ich heiße Sie euch herzlich willkommen für einen hoffentlich spannenden Tag und möchte noch erwähnen, dass wir auch, für mich war das eines der Highlights der Enquete-Kommission und Gislin Seitz ist heute hier für die Grünen, die Enquete koordiniert hat, dass wir es geschafft haben, einen sehr produktiven und hoffentlich weitergehenden Crossover-Prozess zu initiieren zwischen den drei Oppositionsparteien. Wir haben uns einmal in der Ebert-Stiftung getroffen, einmal in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hier einmal in der Böll-Stiftung und haben versucht, Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen der Position auszuarbeiten. Da ist viel Vertrauen entstanden und ich hoffe, dass über die Enquete und über die Wahl hinaus diese Arbeit auch weitergeht. Das halte ich für ganz wertvoll und ist dann auch ein ungehobener Schatz, den wir dabei sind zu heben, wenn man will. Zum Programm. Die Schwerpunkte, die wir überlegt haben, sind zwei. Also wir kommen sozusagen vom Konkreten zum Konkreten heute, nämlich vom Konkreten der Enquete-Kommission, das ist das erste Panel, über zwei spezifische Schwerpunkte, nämlich feministische Perspektiven auf Wohlstand, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und sozial-ökologische Perspektiven. In diesen zwei Panels vor und nach der Mittagspause wollen wir diese Fragen vertiefen. Und gehen dann nachmittags in Arbeitsgruppen, wo wir nochmal zu den Themen Arbeit, Konsum, Mobilität, Umwelt, Energie und Wachstumskritik Raum geben, Gedanken zu präzisieren, Anstöße zu geben. Sabine Ponkratz wird dann vor der Kaffeepause diese Arbeitsgruppen nochmal vorstellen. Wichtig ist uns, dass kein Gedanke, der formuliert werden soll, aber nicht formuliert werden kann, diesen Raum verlässt oder die Räume der Arbeitsgruppen. Deshalb haben wir Tafeln aufgebaut, werden Zettel verteilen, kleine Kärtchen und bitten Sie und euch, wenn ein Gedanke ist, der hier nicht zur Sprache kommt, weil wir natürlich ein sehr, sehr enges Programm haben, diesen Gedanken zu verschriftlichen und an die Tafel zu hängen. Die drei Fragen, die wir mitgeben, und Sie können natürlich die auch mit anderen Fragen ergänzen, ist, was ist nun wirklich produktiv an der Wachstums-, Wohlstands-, Lebensqualitätsdebatte? Was nehmen Sie mit?
Was ist ungesagt? Was muss noch thematisiert werden? Wir haben ja ganz bewusst, wenn wir sagen hier sozialökologische Fragen und feministische Fragen und jeweils Perspektiven, beispielsweise die internationalen Aspekte draußen gelassen. Was fehlt aus einer internationalistischen Perspektive, die ja zentral ist, auch für Wohlstandsfragen? Formulieren Sie also, was fehlt? Ich will Ihnen das jetzt mit dem Internationalismus nicht nahelegen, nur als ein Beispiel. Und das Dritte, was uns auch sehr wichtig ist für unsere weitere Arbeit, was sind denn die Spannungen? Mit welchen auch Widersprüchen, Spannungen müssen progressive, emanzipatorische Wohlstandsverständnisse, Lebensqualitätsverständnisse einhergehen? Deshalb unser Programm. Die Frage des guten Lebens heute wird nicht das sein, dass wir hier entspannt Zeit haben. Wir haben uns entschieden, die Tage nur einen Tag zu machen, nicht zwei. Wir hätten locker zwei Tage machen können. Wir werden ein relativ striktes Zeitregime haben. Das gute Leben werden wir hoffentlich dahingehend realisieren, dass wir hier gut verköstet werden, aber dass wir auch wirklich angenehm, spannend und wirklich weiterkommend diskutieren und damit eben uns auch einem guten Leben in diesem Format annähern. Ja, zum Programm dann am Abend noch ganz kurz möchte ich die Veränderung nennen. Also erstmal am Vormittag, auf dem Vormittagspanel, jetzt am Eröffnungspanel, hat leider Axel Trost kurzfristig abgesagt. Er ist gestern krank geworden. Und wir haben einen kleinen Tausch. Ulla Lötzer, die ja auch Mitglied der Enquete-Kommission war, wird am Vormittag jetzt auf dem Panel sein und dafür Sabine Leidig am Abend. Das hängt mit einem Termin von Sabine Leidig zusammen, die erst am Mittag zu uns stößt. Aber Ulla ist ohnehin sehr adäquat für das Eröffnungspanel, weil sie unsere sehr umsichtige und sehr, sehr engagierte Obfrau war unserer Gruppe in der Enquete. Also am Vormittag nicht Axel Trost und Ulla Lötzer statt Sabine Leidig. Und am Abendpanel, das ist unser Ausblickspanel, wo wir nochmal resümierend zusammenfassen, was heißt das nun für linke Wohlstandspolitik, musste leider Eva Bulling-Schröter absagen und statt Ulla Lötzer eben dann am Abend Sabine Leidig. Das heißt, wir sind zu dritt auf dem Abendpanel, was auch ganz gut ist, weil wir dann nochmal mehr Zeit zum Diskutieren haben. Ja, ich möchte an dieser Stelle euch Ihnen nochmal herzlich danken und möchte meinen Dank auch ganz ausdrücklich an Katharina Pühl zurückgeben. Es war eine große Freude. Sie hat auch sozusagen wirklich die Enquete-Kommission begleitet. Sie kam zu den politischen Salons. Sie hat Studien in Auftrag gegeben. Christa Wichterich ist hier. Wir haben ja sozusagen eine Studie eingebracht in die Enquete-Kommission. Feministische Perspektiven auf Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Das ist ganz stark das Verdienst von Katharina Pühl. Und ich übergebe dir nochmal, ja, kann man wirklich mal klatschen. Genau. Vom Konkreten ins Konkrete, eine große Herausforderung für den heutigen Tag, aber wir haben ja auch genug Zeit. Mein Name ist Achim Brunnengräber vom Forschungszentrum für Umweltpolitik der Freien Universität Berlin. Ich freue mich heute, dieses erste Eröffnungspanel moderieren zu dürfen. Ich selbst habe die Arbeit der Enquete-Kommission immer nur am Rande verfolgt. Ich fand es sehr gut, dass es die Initiative des politischen Salons gab, relativ früh, begleitend auch eine Öffnung zu einem breiteren Publikum hin und fand auch diese Initiative, die ich ausdrücklich nochmal loben will, sehr gut mit den Stiftungen, nämlich der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung und hier der heute gastgebenden Rosa und veranstaltenden Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Zivilgesellschaft stärker zu integrieren, gerade was Uli Brandt auch gerade gesagt hat, wenn solch eine Arbeit auch demokratisch unterfüttert werden soll und gestaltet werden soll, transparent sein soll. Diese Initiative hat vielleicht etwas spät eingesetzt, vielleicht hätte früher eine zivilgesellschaftliche Begleitung, eine Öffnung, eine größere Initiative hin zur Transparenz stattfinden können. Aber das nur als kleine kritische Bemerkung am Rande. Ich denke, dass das heute eben eine solche Maßnahme, Initiative auch ist. Wir wollen hier gemeinsam diskutieren, wir wollen über das, was produziert wurde, reden und diskutieren. Und wir werden aber auch feststellen, dass es nicht nur innerhalb der Enquete-Kommission mit den verschiedenen politischen Parteien und den Sachverständigen quasi widersprüchliche Positionen gibt, sondern dass die auch in einem anderen, linkeren Spektrum vorzufinden sind. Und ich denke, sich damit auseinanderzusetzen und diese Widersprüche und Spannungen aufzuarbeiten,
weiterzuarbeiten und produktiv zu wenden, ist auch eine Herausforderung. Und vielleicht bietet ein Enquetebericht dazu eine sehr gute Grundlage, zumal ja viele Themen breit angesprochen wurden und vertieft wurden und eben auch mit den verschiedenen Minderheitenvoten, Sondervoten etc. und Debattenbeiträgen dadurch auch gearbeitet werden kann nun im Nachhinein. Das wollen wir heute fortsetzen, wollen wir tun, wollen wir vertiefen und insofern freue ich mich heute hier moderieren zu dürfen. Ich beginne mit der Vorstellungsrunde Maja Göpel, über die ein Porträt gemacht wird, was ich gerade erfahre. Schön. Gratulation. Gratulation aber auch und vor allem, und ich denke, damit hängt das vielleicht etwas zusammen, mit Ihrer neuen Rolle, die Sie seit erst kurzem hat, und ich glaube, man kann auch gratulieren, sie leitet das Büro des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie in Berlin und ist in gewisser Weise Nachfolgerin von Wolfgang Sachs hier in Berlin. Also Gratulation dazu. Sie hat sich das auch hart erarbeitet. Sie hat nämlich den Aufbau des World Future Council mit seit 2006 unterstützt und hat in dieser Funktion auch 2008 in Brüssel gearbeitet und dort eine Initiative mit betreut über die Rechte zukünftiger Generationen. Und ich glaube, seither wird sie auch nicht zu Unrecht als Botschafterin für Zukunftsgerechtigkeit bezeichnet. Sie lehrt an der Universität Hamburg und der York-Universität in Toronto und gehört den wissenschaftlichen Beiräten von Terre des Hommes, Deutschland, ATTAC und ATTAC an. Und sie engagiert sich seit Jahren für nachhaltige und gerechte Globalisierung und verbindet dabei, und das ist das Spannende, und deshalb bin ich froh, dass sie heute hier ist, sie verbindet Theorie und Praxis, zumindest ist das ihr Anspruch in ihrem Arbeiten und beruflichen Wirken. Die Theorie ist eine wichtige Leistung, die erbracht wird, aber es geht immer auch darum, und da haben wir einen direkten Bezug zum Enquetebericht, es geht immer auch darum, diese Arbeiten, diese Theorieleistungen umzusetzen in gesellschaftliches Handeln. Schön, dass du heute da bist. Zivilgesellschaftliche Flankierung der Enquetearbeit, ich habe es angesprochen und in dieser Rolle begrüße ich herzlich Christopher Laumanns, der nämlich das genau erfüllt und zwar im Rahmen der Arbeit des Konzeptwerks Neue Ökonomie aus Leipzig. Christopher Laumanns ist dort Pressesprecher, Webmaster und Referent für Wirtschaftspolitik. Er hat in Heidelberg und Granada in Spanien studiert und sich während seines gesamten Studiums mit wirtschaftlichen Fragen und insbesondere der Erhaltung der Umwelt beschäftigt. Diese Arbeit des Konzeptwerkes ist sehr anspruchsvoll. Wenn Sie sich auf die Homepage begeben, dann werden Sie dort lesen, dass es derzeit ein Projekt gibt, das sozial-ökologische Auswege aus der Finanz- und Eurokrise geben soll oder entwickelt werden sollen. Ich finde das eine wunderbare Sache. Ich finde, da lesen sich sehr viele gute Impulse in diese Richtung. Und insgesamt gibt es eben von diesem Konzeptwerk zwei Projekte. Das erste Projekt ist ein Zeitwohlstandsprojekt oder nennt sich Zeitwohlstand, auch ein feiner Begriff, der, glaube ich, eine große Rolle oder eine größere Rolle spielen könnte in der Debatte. Und dort wird versucht, Arbeit und Wohlstand neu zu definieren. Das ist das erste Projekt. Das zweite Projekt ist das Projekt EnquetWatch. Auch eine entsprechende Seite gibt es unter www. Dort wird die Arbeit der Enquetekommission eigentlich seit Beginn an, ist das richtig? Nicht ganz seit Beginn an, aber kurz danach. Kurz danach wird also von zivilgesellschaftlicher Seite begleitet und ich denke, das ist eine wichtige Initiative und ich glaube, sie hat auch, aber da kannst du selber dann nochmal Stellung nehmen, sie hat auch eine große Resonanz gefunden. Schön, dass du heute da bist. Ulla Lötzer. Wie hieß es? Adäquate Besetzung und umsichtig in der Arbeit der Enquetekommission. So habe ich sie gar nicht erlebt, so umsichtig. Ich habe eher harte Debatten mit ihr erlebt und
auch eher sie wahrgenommen als sehr unbequeme Diskutantin, aber wir werden es heute ja sehen, ob sie umsichtig ist oder eher eine Querulantin im System. Ich habe sie als, harte Diskutantin kennengelernt 2002, 2001 im Rahmen einer anderen Enquete-Kommission zur Globalisierung der Weltwirtschaft. Und in dieser Enquete-Kommission wurden ähnlich harte Debatten geführt. Der Bericht war etwas kürzer, haben wir festgestellt. Wir haben uns mit 300, oder die Enquete-Kommission damals hat sich mit 300 Seiten begnügt. Ich glaube, mit Anhang und Literatur waren es dann 500 Seiten. Aber 1000 Seiten ist natürlich dann der Rekord. Aber wir diskutieren ja auch über Wachstum. Insofern müssen wir da auch mal die Zusammenhänge sehen. Ja, also kurz gewerkschaftspolitisch und wirtschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke und in der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft, Herausforderungen und Antworten war sie für Die Linke, aber nicht Obfrau, oder doch? Doch, auch als Obfrau. Insofern herzlich willkommen, Ulla. Norbert Reuter. Der letzte in der Runde, den ich vorstellen will, Ökonom im Bereich Wirtschaftspolitik beim Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft. Er hat Volkswirtschaftslehre und politische Wissenschaft studiert und ist heute Privatdozent an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Seine Arbeitsschwerpunkte: Strukturwandel, Arbeitsmarktpolitik, Verteilung, demografische Entwicklung. Wir haben etwa, habe ich gerade festgestellt, als ich mir deinen Lebenslauf genauer angeguckt habe, dass wir sozusagen habilitiert haben gemeinsam und du zu dem Thema Wachstum. Seine Habilitationsschrift 2000 vorgelegt in Aachen zum Thema Ökonomik der langen Frist zur Evolution der Wachstumsgrundlagen in Industriegesellschaften. Also hervorragend für die Debatte heute, also schon Grundlagen gelegt im Jahr 2000 für die heutige Debatte. Schön, dass du heute hier bist, Norbert. So, entsprechend der Vorstellung ist jetzt auch die Reihenfolge der Inputs klar, nur würde ich jetzt gerne in der umgekehrten Reihenfolge verfahren, das heißt, wir beginnen mit Norbert. Und kurz von meiner Seite, ich habe mal geguckt, was du so in letzter Zeit geschrieben hast. Und da hat sich in den Mitteilungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung Folgendes gefunden. Die breite Bevölkerung soll am auch zukünftig weiter steigenden gesellschaftlichen Reichtum teilhaben können, statt mit immer neuen Verzichtsmythen auf ein Gürtel enger Schnallen eingeschworen zu werden. Nie waren die Verteilungsspielräume größer als heute. Steckt da nicht zu viel Wachstumsoptimismus drin? Bitte schön, Norbert. Ja, vielen Dank. Weniger Wachstumsoptimismus als sozusagen einfach die Diagnose des erreichten Standes, den wir haben. Und damit komme ich eben auch zu der Frage, wo ich nun gebeten bin, hier was zu sagen, verpasste Chancen dieser Enquete-Kommission. Und ich glaube, es gibt eine Reihe von verpassten Chancen dieser Enquete-Kommission. Man muss aber hier mit Blick auf die Enquete-Kommission und gerade mit Blick auf den Bericht, der jetzt vorgelegt wird, ganz scharf unterscheiden zwischen dem Mehrheitsbericht und den vielen Positionen, die in Minderheitsvoten vorgelegt worden sind. Insofern gibt es eigentlich zwei Berichte, die sich besonders in dieser Enquete-Kommission, was besonders in dieser Enquete-Kommission deutlich wird. Also im Prinzip, wenn man sich die Mühe machen würde, diesen Enquete-Bericht zu lesen, müsste man eigentlich sozusagen einmal die rote Linie der Mehrheit CDU, CSU, FDP folgen und einmal der roten Linie, die sich ergibt durch die vielen Sondervoten, die in diesem Bericht drin sind. Das hat eben auch dazu geführt, dass der Bericht, es wurde schon erwähnt, so dick geworden ist, wie er ist. Meine Befürchtung ist, dass die Dicke in keinem Verhältnis zum Inhalt steht, was mich dann so im Nachhinein natürlich auch etwas traurig eigentlich stimmt über die Geschichte. Also die größte verpasste Chance ist, glaube ich, die, dass es nicht möglich war, aus der Wachstumsenquete eine Wohlstandsenquete zu machen.
Ich glaube, diese Enquete wird weiterhin als Wachstumsenquete in die Geschichte eingehen und eigentlich die Tatsache, dass es gerade darum ging oder gehen sollte, im Zusammenhang des Wachstumsbegriffs zum Wohlstand und zur Lebensqualität zu stellen, das ist eigentlich nicht geglückt. Insofern waren wir eigentlich von Anfang an, und das war für mich auch überraschend, sozusagen mit der starken These, die die Mehrheitsfraktion wiedergespiegelt hat, konfrontiert, dass Wachstum gleich Wohlstand ist. Und im Prinzip wurden von Anfang an alle Debatten und Versuche eben, den Wachstumsbegriff, die Wachstumsentwicklung zu kritisieren, sehr stark stigmatisiert, weil von Anfang an stand eigentlich die These im Raum, Wachstum gleich Entwicklung gleich Fortschritt oder umgekehrt dann ohne Fortschritt, ohne Wachstum kein Fortschritt und keine Entwicklung. Und das war eben sozusagen eine sozusagen ständige Abwehrreaktion. Also ich hatte immer das Gefühl, wir müssen endlich mal vorwärts diskutieren. Aber es war in weiten Teilen eben eine rückwärtsgewandte Diskussion, nämlich diese Wachstumseuphorie, die in dieser Kommission vorhanden war und die gerade in der Projektgruppe 1, wo es gerade um die Bestandsaufnahme der Wachstumsentwicklung gehen sollte, eigentlich gar nicht möglich war. Also das war sozusagen die große verpasste Chance. Da ist sozusagen die Grundmelodie, die immer wieder dann von der Koalition gespielt wurde, ist eigentlich die, dass die Entwicklung in der Vergangenheit eine gute Entwicklung war, immer wieder sozusagen das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, die sich doch bewährt habe, teilweise sozusagen mit der Aufforderung, sich endlich mal zur sozialen Marktwirtschaft zu bekennen und nicht immer nur zu kritisieren. Also ganz merkwürdige Debatten, die da geführt worden sind. Und viel Zeit wurde am Anfang darauf verwandt, zu gemeinsamen Texten zu kommen. Also ein unheimlicher Aufwand, am Anfang Formulierungen zu finden, wo alle, also inklusiv dann sozusagen der Koalition, zu gemeinsamen Texten kommen konnten. Und das wurde dann ungefähr nach einem Jahr in der Projektgruppe 1 deutlich, das geht überhaupt nicht. Die Grundauffassung war so unterschiedlich, dass man am Ende wieder alle Texte auseinandergenommen hat und dann gibt es, und das ist in der Projektgruppe 1 der Fall, einen komplett eigenen Bericht der Opposition zu dem Thema Stellenwert von Wachstum in der Gesellschaft. Im Nachhinein würde man sagen, man hätte die ganze Energie, die da reingesteckt worden ist, viel mehr in die Formulierung von eigenen Positionen, also linken Positionen, stecken sollen, weil da nämlich auch, und das hat es ja dann so am Ende gezeigt, dass natürlich auch in der Linken ganz erhebliche unterschiedliche Auffassungen zur Wachstumsnotwendigkeit, zum Wachstumsbegriff, zum Wachstumsoptimismus wurde gerade schon angemerkt, besteht. Also, und da gibt es eigentlich auch noch viel zu diskutieren und da würde ich auch das, was Uli Brandt sagte, also unterstreichen, dass das sozusagen eine gute Grundlage ist, um eben weiter zu diskutieren. Dann ist überhaupt nicht in der Debatte, zumindest in der Mehrheitsmeinung der Enquete, die zentrale Frage, die im Einsetzungsbeschluss drin stand, nämlich zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie das deutsche Wirtschafts- und Sozialstaatsmodell die ökologischen, sozialen, demografischen und fiskalischen Herausforderungen auch mit geringen Wachstumsraten bewältigen kann, wurde überhaupt nicht gestellt, zumindest nicht sozusagen von der Mehrheitsseite. Da war eigentlich immer die Lösung, wir brauchen mehr Wachstum und dann werden die Probleme alle gelöst. Also die Wachstum war sozusagen die zentrale Lösung. Insofern lesen sich, das habe ich immer wieder angemerkt, viele Papiere, die von Seiten der Koalition vorgelegt sind, wie Papiere, die zu einer Enquete-Kommission, die den Titel Wege zu mehr Wachstum trägt, vorgelegt worden ist. Also das war für mich eigentlich sozusagen noch eine etwas starke Enttäuschung. Es gab keine Debatte über Wohlstand und Lebensqualität oder keine intensivere Debatte über die Frage Wohlstand und Lebensqualität. Wenn dann in der PG5 konnten da die zumindest mal darüber diskutiert worden, war aber nie sozusagen Thema mal in der großen Runde, sodass sozusagen auch über die einzelnen Projektgruppen übergreifend über diese Frage diskutiert worden sind. Und in dem Zusammenhang gibt es auch keine kritische Bestandsaufnahme über die vergangene Entwicklung, über die krisenhafte Entwicklung, über die multiplen Krisen, über Herrschaftsverhältnisse. Alles sehr schwierig in dem Mehrheitsbericht irgendwie mit einzubringen. Stattdessen, was eben viel stark dann sehr stark gemacht worden ist, diese ganze Indikatorendebatte, da hat auch Uli darauf hingewiesen, was jetzt rausgekommen ist, ist eigentlich eher fast schon lächerlich mit Blick auf die
Tatsache, dass möglicherweise in der Tat irgendwann mal am Bundestag eine leuchtende Installation hängt, die die Form eines schwarz-rot-goldenen Herzes hat und in der Art der Illuminierung anzeigen soll, wie die Entwicklung von Wachstum und Lebensqualität ist, weil dann dort eine ganze Reihe von Leitindikatoren, Warnlampen und Hinweislampen aufleuchten sollen, die dann eben zeigen, wie die Entwicklung ist. Vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Also eher sozusagen eine Ausfasern der Debatte, jedenfalls keine sinnvolle Debatte, die dazu führen würde, den BIP als Wohlstandsindikator in Frage zu stellen. Und insofern ist es auch kaum gelungen, immer in diesem Mehrheitsteil den BIP als Wohlstandsindikator in Frage zu stellen. Eigentlich gilt er weiterhin als ganz guter Indikator für Wohlstand und deswegen dann auch wiederum die Ableitung Wachstumssteigerung ist eben dann auch gleich Wohlstandssteigerung. Und damit verbunden ist dann auch, dass eben überhaupt keine Kritik am bisherigen Entwicklungswege geübt wurde, also etwa auch keine Kritik am Raubbau der natürlichen Ressourcen. Auch hier ein enormer Technikoptimismus, so nach dem Motto, die Marktwirtschaft wird das schon schaffen, das Vertrauen in die Marktkräfte müsste einfach da sein und vor allen Dingen müssten die Marktkräfte entsprechend befreit werden, dann käme es eben zu einer positiven Entwicklung. Das sind sozusagen so die ganzen verpassten Chancen. Da wurde eigentlich wenig in dem Mehrheitsteil der Enquete geleistet. Ich will auch noch was sagen zu zentralen Ergebnissen, die für mich dann drin sind. Die finden sich natürlich dann in den vielen Sondervoten. Ich glaube, einer der wesentlichen Punkte für mich ist eben, dass es gelungen ist, in den Minderheitsvoten deutlich zu machen, dass wir kein Wachstumsproblem haben und dass Wachstum nicht die Lösung ist, sondern dass wir in erster Linie ein Verteilungsproblem haben und das knüpft an das an, was gerade gesagt worden ist. Wir sind eben auf einem hohen Niveau und was wir brauchen, ist sozusagen keine weitere Steigerung von Waren und Dienstleistungen, nicht notwendigerweise, sondern dass es in erster Linie darum geht, die Verteilung in den Blick zu nehmen, und zwar die Verteilung auf allen, in allen Dimensionen, sowohl Verteilung der Arbeit, nicht nur sozusagen auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch die Verteilung von Arbeit zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit, dieser ganze Bereich, das viel stärker in den Blick zu nehmen, hinsichtlich der Finanzierung, etwa des Sozialstaats, wie lässt der Sozialstaat auch mit geringen Wachstumsraten finanzieren, haben wir alles in Sondervoten ausgeführt, aber natürlich auch hinsichtlich des Steuerrechts, also viele Punkte, wo wir einfach sehen, es ist nicht eine Frage des Wachstums, sondern ist eine Frage der Verteilung. Und klar ist eigentlich auch in den Sondervoten deutlich geworden, BIP-Wachstum hat nichts mit Wohlstandsentwicklung oder zunehmend, gerade auf hohem Entwicklungsniveau, zunehmend weniger mit Wohlstandssteigerung zu tun. Die negativen Begleiterscheinungen jedes herkömmlich gemessenen BIP-Wachstums werden immer stärker, werden immer größer, sodass sozusagen der Gesamteffekt von Wachstum unterm Strich zunehmend negativ wird. Und berücksichtigt gar nicht, und das wurde auch das Stichwort schon genannt, eine andere Dimension des Wohlstands, nämlich der Zeitwohlstand. Und dieser Zeitwohlstand steht in großen Teilen diametral entgegengesetzt zu einem herkömmlichen BIP-Wachstum. Und das erlebe ich übrigens auch in den Gewerkschaften, dass das eine Debatte ist, die wir viel stärker nach vorne treiben müssen, weil eben auch die Beschäftigten zunehmend diese Arbeitsverdichtung, den Zeitnotstand, so wie sie ihn erleben, als Wohlstandseinbuße erleben und deswegen Zeitwohlstand ein Thema sein muss, das viel stärker in den Mittelpunkt stellt. Ich komme zum Schluss. Das wäre jetzt eine ganz gute Schluss. Darf ich einen Satz noch sagen? Was mir ganz wichtig ist eben noch, dass wir auch immer wieder festgestellt haben, die Bedeutung von Regulierung auf allen Ebenen. Ganz rotes Tuch natürlich auf der Gegenseite sozusagen, eine Anekdote nur ganz zum Schluss. Es wurden immer die Texte auch von den anderen Fraktionen gelesen und da kam dann irgendwann mal ein Text zurück von der FDP-Fraktion und da stand am Rand der Satz, und das ist wirklich symptomatisch für die ganze Enquete, dieser Satz klingt nach Regulierung, bitte streichen. Und das war sozusagen im Prinzip, das war die Folie, gegen die wir argumentieren mussten und das hat uns die ganze Sache natürlich nicht einfach gemacht und war eben schwierig, da sozusagen immer wieder von diesem, sozusagen immer wieder zurückgezogen, wieder auf sozusagen ein normales Niveau zu kommen und schwierig eben nach vorne zu diskutieren. Aber ich glaube, in einigen Punkten in den Sondervoten ist das gelungen. Danke. Thank you.
Dankeschön. Jetzt müsste meiner Dramaturgie folgend eigentlich Axel Drost anmoderiert werden, der aber nicht da ist. Jetzt tun wir mal für einen Moment so, dass er gesund ist. Wir wünschen ihm gute Besserung. Dann würde ich ihn folgendermaßen einleiten, nämlich mit einem Zitat aus seiner Kolumne. Er schreibt ganz fleißig, fast wöchentlich Kolumnen, die Sie im Internet finden. Und da sagt er, wo bleibt der europäische Wachstumspakt? Europa benötigt einen politisch initiierten und langfristig angelegten Wachstums- und Modernisierungspfad, um unseren Kontinent zukunftsfest zu machen, um die Jobs des 21. Jahrhunderts zu schaffen und Wohlstand für alle zu ermöglichen. Längerfristig ausgerichtete Wachstums- und Entwicklungsperspektiven sind für ein zukunftsweisendes Konzept für Europa unverzichtbar. Ich hätte ihn jetzt gefragt, lässt sich dieser Ansatz eigentlich globalisieren? Er redet von Europa. Ist das möglich, diese Vorstellung global zu denken? Und ist das überhaupt eine realistische Vorstellung? Was ganz schön gewesen wäre oder was wir jetzt auch tun können, ich hätte seine Position und wahrscheinlich hätte er seine Position verteidigt, dann mit einer etwas anderen Vorstellung, Position kontrastiert, nämlich mit der von Ulla Lötzer. Wir als Linke werden eine wachstumsrealistische Position kämpfen, die klar macht, dass wir den Sozialstaat endlich krisenfest machen müssen, also Krisenbekämpfung spielt bei beiden eine große Rolle. Das heißt, uns durchaus auf sinkende Wachstumsraten einstellen müssen und diese wahrscheinlich auch ökologisch geboten sind. Da gibt es gewisse Unterschiede, glaube ich. Ulla, bitteschön. Ja, da gibt es auch, die Linke ist nicht widerspruchsfrei, kann man da sagen. Und ich glaube, dass diese Debatten natürlich breit in der Linken auch geführt werden müssen. Und für mich war da ein Ansatz, der auch über Verteilung noch hinausgeht, nämlich ich würde es heute nach den Debatten in der Enquete eigentlich so zu formulieren, wir brauchen einen Entwicklungspakt in dieser Gesellschaft, der sich nicht an Wachstum orientiert, sondern der sich daran orientiert, an sozialen und ökologischen Entwicklungszielen orientiert und das sozusagen national, europäisch und aber auch global. Und das war für mich einer der wichtigen Punkte in der Verständigung auch der Opposition, dass wir gesagt haben oder uns geeinigt haben darauf, sozusagen ein Leitmotiv unserer Arbeit in der Enquete-Kommission ist, zu sagen, wir brauchen, also die multiple Krise ist nicht nur ein Betriebsunfall und ein kurzfristiges Versagen, sondern ist auch Ausdruck einer Politik, die sozusagen ihre Interessen, die sozialen und ökologischen Interessen der Menschen in dieser Gesellschaft und das auch global den Gewinninteressen untergeordnet hat und ihre Aufgabe darin gesehen hat, Marktkräfte zu entfesseln über umfassende Deregulierung von Finanzmärkten, über Güter- und Dienstleistungsmärkte etc. Und dass man dem gegenüber und das alles sozusagen im Sinne von Wachstum und Kampf um Wachstum und Konkurrenz um Wachstum und Europa und die europäische Krise ist ja genau ein Ausdruck dieser Auffassung von Wachstum und nicht der Auffassung von Entwicklung. Was das heißt, haben wir sicherlich versucht, in Teilen zu buchstabieren. Es ist uns nicht überall gelungen. Das ist sicherlich auch noch eine weiterreichende Debatte, aber in Teilen schon. Zweitens vielleicht zur ökologischen Frage in dem Zusammenhang, weil da ist es zumindest gelungen zu sagen, wir brauchen nicht nur Effizienzsteigerung, sondern wir brauchen eine absolute Senkung des Ressourcenverbrauchs. Und das wäre eben eine dieser Entwicklungsziele tatsächlich auch, die man verfolgen muss. Wobei wir es in Bezug auf Energie haben wir zumindest in den Handlungsempfehlungen auch die absolute Senkung und Energiecaps drin. In Bezug auf Ressourcen ist uns das noch nicht so gelungen, ist das sicherlich eine weitergehende Debatte noch. Aber da will ich auch gerade was zum Globalen sagen, weil zum Teil hat die globale Frage, gerade in der Ressourcenfrage hat die globale Frage eine mächtige Rolle gespielt, eine große Rolle.
nämlich darin, dass einerseits die Koalition gesagt hat, das, was da an sozialen und ökologischen Folgen des Ressourcenextraktivismus und des Ressourcenabbaus in Schwellen- und Entwicklungsländern passiert, ist sozusagen deren Problem. Das sind lokale Probleme und hat mit den Industrieländern und ihrem Hunger nichts zu tun. Insofern müssen wir uns damit nicht befassen. Und zweitens sagt sie in mehreren Berichten, sagt sie, wir brauchen nur eine globale Institution und unser Problem ist, dass uns eine globale Institution fehlt. Demgegenüber, ich meine, wir haben G20, wir haben WTO, wir haben die UN und man kann eigentlich nur sagen, in all diesen Institutionen, in der UN gab es Ansätze zum Beispiel auch zur Kontrolle transnationaler Konzerne, zur Frage, wie kann ich auch Investitionen kontrollieren, die sind von den Industrieländern alle abgeschmettert worden. Demgegenüber machen sie eine Politik, die gerade hier sozusagen soziale und ökologische Interessen verhindert und ihre Durchsetzung. Insofern haben wir da ein Sondervotum auch der Opposition gemeinsam vorgelegt, wo das gesagt wird, wir brauchen eine neue Weltwirtschaftsordnung und nicht einfach eine globale, das ist keine Frage der globalen Institution, sondern die, die es gibt, müssen reformiert werden, insbesondere muss diese Politik reformiert werden. Und zum dritten und da zum letzten würde ich gerne noch, zu einem solchen Entwicklungsmodell gehört natürlich auch die Debatte um Lebensstil, nachhaltigen Lebensstil und insbesondere da würde ich jetzt gerne noch drauf abheben, um die Frage von Arbeit. Und das, denke ich mal, was gut gelungen ist in der Enquete-Kommission in der Projektgruppe 5 ist, dass sie drei Modelle von Arbeit gegenübergestellt hat. Nämlich die einen, das ist dann eben schwarz-gelb im Wesentlichen, die sagen, wir brauchen diese deregulierte Arbeit, diese flexible Arbeit, wir brauchen mehr Arbeit. Die Rente mit 69 hat es ja bis in den Spiegel dann geschafft beispielsweise. Also wir brauchen eine Ausweitung von Arbeit, Zeit statt Zeitwohlstand. Eine zweite Auffassung von Arbeit und diese Darstellung ist, glaube ich, ganz gut gelungen, die eher aus diesem gewerkschaftlichen Spektrum oder eben auch stark von der Sozialdemokratie unterstützt wurde innerhalb der Enquete-Kommission, ist eben die, wir müssen prekäre Arbeit wieder zu guter Arbeit machen, wir müssen eben prekäre Formen beschränken. Wir brauchen dort sozusagen was gegen in Richtung guter Arbeit. Und eine dritte Auffassung, die auch stark, ich sehe Christa Wichterich hier, dadurch, dass die für uns ein Gutachten geschrieben haben, auch aus feministischer Sicht heraus, die eben die Frage auch gesagt haben, wir müssen weg von der Arbeit nur als marktförmige Arbeit, wie sie in den Wachstumsdebatten eben auch nur behandelt wird, und müssen hin zu einem weiteren Arbeitsbegriff, der eben neben der Erwerbsarbeit auch alle Formen von Care-Arbeit, von ehrenamtlicher Arbeit, von Reproduktionsarbeit etc. einbezieht. Und das, denke ich, ist eine wichtige Darstellung und gehört natürlich zu Wohlstand dazu. Was aber nicht gelungen ist, ist daraus Schlussfolgerungen zu ziehen in dem Bericht. Das, denke ich, ist ganz wichtig und bleibt und ist auch sicherlich innerhalb der breiten Linken ein umstrittenes Thema. Ich würde nicht behaupten, dass wir die Schlussfolgerung haben. Und das ist sicher etwas, was weiter diskutiert werden muss. Und ein allerletzter Punkt, wir haben auch in dieser Frage Entwicklung statt Wachstumsorientierung haben wir sehr stark gemacht, dass dazu die Frage von Demokratie gehört. Also wenn Grundlage der Krise auch kapitalistische Marktverhältnisse, kapitalistische Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse sind, dann muss ich auch, kann ich nur oder ist Demokratisierung ein wichtiges Element eines solchen Transformationsprozesses? Ohne Stärkung von Demokratie gegenüber diesen Herrschaftsverhältnissen, auch auf allen Ebenen, komme ich dagegen nicht an. Nur da, auch da fehlt es sozusagen an Vorstellungen, an Handlungsempfehlungen, an einer Debatte. Das sind so Sachen, die sind sehr schade, weil man durch die Abwehrkämpfe gegen das, was da von Schwarz-Gelb geboten wurde, zu solch zentralen Fragen und solchen Diskussionen eigentlich wenig gekommen ist. Und das sind aber, denke ich, Debatten, die man
ansetzend an dem, was dort entwickelt ist, weiterführen kann und weiterführen muss. Prima, Dankeschön. Danke. Bei Enquete-Kommissionen gibt es ja die Situation, dass Sachverständige aus dem Wissenschaftsbetrieb mit Politikerinnen und Politikern im engen Austausch stehen. Und ich habe mich immer gefragt, wer passt sich dem wem stärker an? Die Politikerinnen und Politiker der Wissenschaft oder umgekehrt die Wissenschaft den politischen Interessen? Können wir heute nicht beantworten, das ist meine Frage so an die Innenperspektive. Wir wollen jetzt aber zur Außenperspektive kommen und deshalb bin ich froh, dass Christopher heute da ist und als Vertreter von Enquete Watch hier uns einiges wird erzählen können, vielleicht auch über die hohe Frustration vielleicht, die mit solch einer Beobachtungsfunktion verbunden ist. Ihr sagt zum Beispiel zur jetzt ganz aktuell zur Projektgruppe 4, nachhaltig gestaltende Ordnungspolitik, eine große Enttäuschung. Entkopplung nicht in Sicht. Wachstum bleibt das Mittel. Über Wohlstand wird nicht geredet. Die neue Wohlstandsmessung, die Suche nach Indikatoren, die ja eine der Aufträge an die Enquete-Kommission war, komplex und völlig unbefriedigend. Nachhaltiger Konsum, der Beitrag bleibt hinter allen Erfordernissen. Frustrierend, Christopher? Ja, bevor ich anfange, ich genieße es sehr, ohne eine eigene Uhr zu leben. Also wenn du mir dann vielleicht zwischendurch so einfach noch so eine 2 hinhalten kannst oder so, wenn es noch 2 Minuten sind. Ja, ich habe auch auf dem Weg hierhin über die Enttäuschung, über die Enquete nachgedacht und habe mich gefragt, ob es vielleicht auch an einem falschen Anspruch liegt. Und zwar dem, dass irgendwie der Bundestag jetzt die sozial-ökologische Transformation verordnet von oben, was sich so vor allem in dem Wunsch nach einem Indikator, der sehr stark in den Medien war, vielleicht sehen lässt. Ich denke, das ist nicht die Funktion, die der Bundestag haben kann oder soll, aber er kann natürlich einen gesetzlichen Rahmen festlegen. Und dafür gibt es halt offensichtlich momentan keinen Konsens. Und ich denke, eigentlich ist es, also bei aller Kritik, die in dem Artikel bei Enquete Watch, der natürlich die Meinung auch vom Autor widerspiegelt, bei aller Kritik, die da deutlich wird, denke ich, ist es auch eine sehr gute Funktion der Enquete, dass sie diese krassen Konfliktlinien zwischen den Parteien deutlich gemacht hat. Und es ist ja auch nicht so, als hätte es keine Kommunikation zwischen den Kommissionsmitgliedern gegeben. Also ich war neulich bei einer Veranstaltung bei der FÖS, beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, und da gab es einen Grünen als radikalen Wachstumsverfechter, einen SPD-Mann als Postwachstumsüberzeugten und einen CDUler, der sich dafür ausgesprochen hat, den Wettbewerb in der EU zu reduzieren oder abzuschaffen. Deswegen glaube ich, es hat positive Effekte gegeben, die vor allem darin bestehen, dass man klarer jetzt sehen kann, wo die großen ideologischen und analytischen Unterschiede zwischen den Parteien sind. Ob das dann so viele Leute mitbekommen, wenn es 1000 Seiten akademischer Text sind, ist eine zweite Frage. Da hoffe ich, dass es sowas wie eine Executive Summary gibt oder sowas. Wir selbst bei Enquete Watch arbeiten daran, einen Kommentar zur Enquete zu schreiben, aber bei so viel Analyse und Handlungsempfehlungen ist es mit Sicherheit sinnvoll, wenn da noch mehr Akteure auch sich mit beschäftigen. Gut, was nicht möglich war durch diese starken Konfliktlinien, war eine gemeinsame Analyse von Wachstumstreibern, und das ist auf jeden Fall sehr enttäuschend. Das sieht man ja ganz krass in der Projektgruppe 1, wo wirklich 2 vollkommen unterschiedliche Berichte verabschiedet wurden. Da kann man natürlich auch auf die Rolle der Volkswirtschaftslehre und die Situation der Volkswirtschaftslehre in Deutschland gucken, weil die mit Sicherheit dazu beigetragen hat, die herrschende Lehrmeinung in der Volkswirtschaftslehre, dass eben nicht über Wachstum grundlegend diskutiert werden konnte. Und da gibt es auch viele Reformbestrebungen, die man auch unterstützen kann. Und
Ein großes Problem, was wir bei der Enquete gesehen haben, ist, dass die Zeit gefehlt hat. Vor 2 Jahren hat Michael Müller noch gesagt, der eben für die SPD in der Enquete war, dass er davon ausgeht, dass die Kommission auf jeden Fall verlängert wird. Das ist nicht passiert. Ich weiß nicht, wieso, ob das diskutiert wurde, ob es einfach klar war, dass dann die nächste Enquete schon folgt. Auf jeden Fall haben vor allem die Handlungsempfehlungen darunter gelitten. Zum Beispiel im Projekt Gruppe 3 gibt es eine sehr gute Analyse, die eigentlich zu radikalen Handlungsempfehlungen führen könnte. Aber da gab es dann vielleicht nicht die Bereitschaft, aber mit Sicherheit auch nicht genug Zeit, um darüber zu diskutieren. Es ist auch die Frage, ob die Mitglieder der Enquete alle genug Kapazitäten zur Verfügung gestellt bekommen haben, um wirklich eingehend daran arbeiten zu können. Ja, und eine große Enttäuschung, die ich mit der Enquete verbinde, ist, dass die Euro-Krise zwar als Hintergrund immer vorhanden ist und sie wird auch gerne angeführt in den Papieren, aber sie ist kein wirklich großes Thema gewesen und dadurch gibt es keine eingehende Analyse der Euro-Krise und eben warum sie entstanden ist und genau welche Rolle da Wachstum, und zwar Wachstum durch Wettbewerbsfähigkeit, gespielt hat. Wettbewerbsfähigkeit natürlich in dem Sonderfall, dass man eine gemeinsame Währung hat, aber Wettbewerbsfähigkeit als ein Dogma unserer Wirtschaftspolitik, als ein Wachstumstreiber und der nicht nur von der Regierungsseite, sondern eben auch, das hatten wir vorhin, aus keynesianischer Argumentation durchaus vertreten wird. Und deswegen ist es sehr schade, dass Axel Trost nicht hier ist, weil ich gerne mit ihm darüber diskutiert hätte. Wettbewerbsfähigkeit wird mit Sicherheit in Zukunft noch eine größere Rolle spielen, weil es jetzt neue Bestrebungen der Regierung gibt, einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit in der EU durchzusetzen. Und da ist die Frage, ob wir uns angucken müssen, ob Wettbewerbsfähigkeit oder Wettbewerb als Grundprinzip des Wirtschaftens nicht wachstumsfördernd ist und deswegen möglicherweise auch mit einer Einhaltung der ökologischen Grenzen überhaupt nicht zu verbinden ist. So, dann noch die Frage, wie weiter? Das ist ja die heute die auch eine der Fragen. Enquete, wie weiter? Aus dem, was ich bisher gesagt habe, nicht ableitende, vielleicht über den Axel Trost, ableitende Forderung des Wie weiter wäre, dass die Wachstumsdebatte in die Gewerkschaften getragen werden muss. Da bin ich als Akademiker und mit null Gewerkschaftsanbindung leider nicht sehr gut geeignet. Ich werde aber auch versuchen, dazu beizutragen, aber alle Menschen, die hier vielleicht Verbindungen zu Gewerkschaften haben, es wäre toll, wenn die daran mitarbeiten würden, weil da ist noch sehr stark in vielen Gewerkschaften kann man da sehr schwer nur drüber reden, weil das dann direkt mit Verzicht und der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust verbunden ist. Sehr gut. Das Zweite wäre eben, die sozial-ökologische Transformation mit dem Diskurs zur Euro-Krise zu verbinden. Und das ist auch das dritte Projekt, was man bei uns auf der Webseite noch nicht sehen kann, was wir aber zur Veröffentlichung des Abschlussberichts der Enquete auch veröffentlichen werden. Unser Projekt Wirtschaftswende, da werden wir versuchen, mit verschiedenen sozial-ökologischen Verbänden und Organisationen und Professorinnen und Professoren einen Appell an den Bundestag zu richten, dass eine sozial-ökologische Transformation die richtige Lösungsstrategie ist für die Euro-Krise und nicht Wachstum entweder durch Sparen oder durch Investieren. Ich habe eine ganz kurze Rückfrage, Christopher. Kann man denn sagen, wie stark die Resonanz auf eurer Initiative Enquete Watch ist oder war? Also ich selbst kenne nicht die Statistiken vom Blog. Ich glaube, die Resonanz ist schon stärker in den Kreisen, die sich sowieso dafür interessieren. Und also stärker jetzt beim Publikum hier, als dass es jetzt eine wirkliche Außenwirkung in
breite gesellschaftliche Kreise gefunden hätte. Aber damit habe ich mich nicht so beschäftigt. Und Catwatch ist nicht unser Hauptprojekt auch. Okay, danke. Dankeschön. Maja, das Problem ist, dass nachhaltiges Denken nicht institutionell verankert ist. Und da setzen wir an. Das hast du gesagt, glaube ich, da im Zusammenhang mit dem World Future Council. Du sagst, dass kurze Geschäfts- und Wahlzyklen ablenken und kurzfristige Entwicklungen präferieren und steigende Aktienkurse etc. wichtiger sind als alles andere. Und dass sich Politiker gerne hinter Zahlen verstecken, um vieles tun zu rechtfertigen und dass das zu kurz gegriffen ist. Und meine Frage, ist das quasi mit der Indikatorendebatte eigentlich in die falsche Richtung gegangen bei der Enquete-Kommission? War das der falsche Weg? Und etwas allgemeiner, wie ist eigentlich die Perspektive der Wissenschaft auf die Arbeit der Enquete-Kommission? Und lässt sich, und du arbeitest ja quasi immer an der Schnittstelle von Wissenschaft und politischer Praxis, lässt sich solch ein Bericht mit 1000 Seiten, der, wie Norbert gesagt hat, relativ heterogen ist und in dem viele unterschiedliche Positionen stecken, lässt sich mit dem arbeiten, so dass es Richtung gesellschaftlicher Aktivitäten geht? Bitte. 8 Minuten, ne? 7. Okay. 7, oh ja, wunderbar. Nein, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die ganzen schönen Impulse jetzt noch aufbauen zu dürfen, die wir hatten. Ich möchte einmal kurz ausweiten, weil du auf die Zahlen, sich hinter Zahlen verstecken, erwähnt hattest. Ich glaube, dass das die Politik eigentlich eben aus der Wissenschaft, besonders aus der Volkswirtschaftslehre, die eben schon mal angeklungen ist, gelernt hat. Das ist eben unser Wissenschaftsideal gewesen, alles möglichst klar quantifizieren zu können, um dann ableiten zu können, wie werden sich die Trends linear in die Zukunft entwickeln und damit eine vermeintliche Sicherheit und Planungsfähigkeit und Kontrolle herzustellen. Also es hat viel mit einem Weltbild zu tun, das sich lange entwickelt hat. Und ich denke, dass das auch ein sehr spannender Punkt ist, wo eine progressive Agenda ansetzen kann. Und ich habe jetzt noch mal so ein, zwei Zitate. Ich habe mir nämlich auch die beiden konfligierenden, sage ich mal, Arbeitsgruppe 1 Berichte noch mal einfach angeschaut, wie die anfangen in ihrer Rationalisierung. Und von der Koalition, der Bericht fängt einfach aus dem Individuum an und setzt ein Menschenbild, was überhaupt nicht hinterfragt wird, was auch dieser Volkswirtschaftslehre zugrunde liegt, nämlich der Homo economicus. Und da finden sich dann so Zitate wie: das Vorwärtsstreben ist in uns angelegt und ist auch die Voraussetzung für Wachstum. Es gibt also nicht etwas wie, irgendetwas ist mal irgendwann gut genug. Das kommt nicht vor, sondern die Akteure zudem noch zielen gerade nicht auf gesamtgesellschaftliches Wachstum, sondern auf ihren eigenen Wohlstand. Also was wir noch zusätzlich haben, ist dieser Individualismus. Und es gibt eigentlich in dieser Theorie nur eine Zusammenführung, eine Aggregation von individuellen Ideen und Wünschen, aber überhaupt nicht die sozialen Verbindungen. Also das Individuum bleibt als Atom und prallt von den anderen Atomen ab. Es gibt auch keine Lernprozesse, keine Veränderungen, keine Rationalisierungsstrategien, die wir gelernt haben. Wir sind so. Und wenn man mit diesem Weltbild startet, dann ist es ja auch relativ einfach zu sehen, warum Wachstum das eigentlich große Ziel ist, das Allgemeininteresse einer so aggregierten Gesellschaft. Und ich glaube, dass das die große Herausforderung daran liegt, das zu demystifizieren ein Stück weit und zu zeigen, wo eben diese Grundannahmen sich verstecken hinter den Zahlen und diese dann auch durchaus in Frage zu stellen. Und in verschiedenen Aspekten, jetzt zum Beispiel beim Menschenbild selber, aber auch beim Naturbild, also weil wir immer diese Dinge auch zusammenbringen, einfach mal zu hinterfragen, ob das eine konzeptionelle Fassung ist von den Gegenständen, die wir teilen. Also weil es sind ja eigentlich Gegenstände, Arbeitskraft, ein Humankapital muss gesteigert werden etc. Ist das Mensch? Ist das Leben? Ist das für uns eine Kategorie, die das abbildet und deshalb darauf basierende Politikempfehlungen, auf diesen Berechnungen aufbauende Politikempfehlungen etwas, was wir akzeptieren wollen? Oder braucht es nicht als nächste große Innovation erstmal eine der Ökonomie? Was ja zum Glück auch kommt. Und ich glaube, dass wir da dann auch gute Potenziale haben, aus der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, sogar auch wieder mit Quantifizierung, zu sagen, wir modellieren wirklich mal den Ressourcenverbrauch und die Stoffströme, die es benötigt, um Bedürfnisbefriedigung, wie wir ja in den Wohlbefinden-Studien etc. wunderbar immer mehr Informationen bekommen, was bringen Menschen nach vorne, was sie für ein gutes Leben brauchen, sind oft sehr immaterielle Dinge, wie Gemeinschaft, Freunde, Familie, Zeit war eben schon genannt, Gesundheit, ganz wichtig, aber eben auch eine gewisse
das Gefühl von Kontrolle über ihr Leben, also eine Sicherheit in ihrem Job, eine Sicherheit über ein bestimmtes Einkommen, gar nicht unbedingt, dass es ein sehr hohes und viel höher als alle anderen sein müssen, aber diese gewisse Sicherheit, dass ich nicht hinten runterfalle, was natürlich in dieser Wettbewerbskultur zunehmend unter die Räder gerät. Und da denke ich, gibt es Möglichkeiten, dann wirklich Wachstum zum Mittel werden zu lassen, beziehungsweise zur abhängigen Variable, indem wir uns gucken, wie kriegen wir die beiden Dinge zusammen, Ressourcenströme und Bedürfnisbefriedigung, und ob dann so ein BIP noch wächst oder nicht, ist im Grunde genommen völlig zweitrangig. Aber im Moment machen wir immer den Umweg, Ressourceneffizienz pro produzierte BIP-Einheit, die dann wiederum Wohlstand mit sich bringen soll. Und diesen Umweg, den können wir rausnehmen wissenschaftlich. Aber es ist natürlich eine größere neue Anstrengung, und da denke ich, wäre ein Potenzial weiterzuentwickeln und auch eben Wissenschafts- und Forschungspolitik anzusetzen. Ein zweiter Punkt wäre aber das Naturbild selber auch nochmal zu hinterfragen, weil momentan selbst bei planetaren Grenzen, die systemisch gedacht werden, ist es immer noch einfach nur eine Verwertungsressource für unsere Produktion. Es gibt aber gleichzeitig Statistiken, die auch zeigen, dass viele Menschen sagen, dass Natur, was natürlich ein ganz anderes Empfinden mit sich bringt, ein anderer Begriff ist als Ressource, für 93% der Deutschen zum guten Leben direkt dazugehört. Natur hat aber ganz andere Effekte für uns. Da brauchen wir einfach mal viele Bäume, Weite, Himmel, Vögel, Blumen, damit sie diesen Effekt auf Erholung, mal rauskommen, mal tief atmen und sowas haben können. Das sind alles nicht Ressourcenkalkulationen. Und im Zweifel bedeutet das eben noch ganz andere Grenzen zu dem, was wir in Wert setzen und ausbuddeln können aus der Erde für unsere Verwertung. Und dann würde ich gerne Richtung Partizipation nochmal überlegen, was machen wir denn damit? Und ich finde, da ist eigentlich eine unheimliche verschenkte Chance, wenn wir jetzt wirklich sagen, dass dieses Indikatorenset, was da rausgekommen ist, ich glaube, die Kritik teilen irgendwie alle, die sich schon mal mit Nachhaltigkeitsindikatoren oder irgendwas näher auseinandergesetzt haben, dass das nicht einen guten Referenzrahmen bildet für die Gestaltung von Politik. Und was mir auch fehlt, ist, selbst wenn wir dann auch sagen, wir wollen nur vielleicht so 2, 3, 4 Größen haben, die wirklich relevant sind, warum koppeln wir das nicht mit der Gesellschaft zurück? Und da gibt es andere Initiativen, wie zum Beispiel in Schottland, Oxfam hat das gemacht, den Humankind Index. Und die haben aus bestimmten Kriterien sich dann wirklich auf den Weg gemacht mit Haushalten, und besonders haben sie sich benachteiligte Gruppen rausgesucht, die explizit aufgesucht, nicht dieses, ihr könnt alle online eure tollen Ideen eingeben und dann ist das Partizipation, sondern sich auf den Weg machen mit denen, die besonders benachteiligt sind, besonders intensiv zu sprechen und eine Gewichtung abzubilden. Was ist wirklich das, was die Menschen brauchen? Und auch da war Gesundheit und Decent Housing, also eine gute Unterkunft, waren ganz oben drin, und im Bereich Job und Einkommen war es auch wieder die Sicherheit und die Verlässlichkeit. Und damit läuft jetzt eine riesengroße Koalition von zivilgesellschaftlichen Organisationen hin und möchte den gesamten Entwicklungsplan von Schottland dahingehend umbauen und da auch das obergeordnete Ziel von nachhaltigem Wachstum, was ja immer dieser schöne Twitter ist, ne, der nachhaltige Entwicklung ersetzt hat, jetzt machen wir nachhaltiges Wachstum, das ersetzen will. Und das sind für mich wunderbare Initiativen, wo ich denke, wie so eine Rückkopplung von einer Enquete wirklich in die Zivilgesellschaft und in die breite Bevölkerung auch ein neues Weltbild, ein neues Leitbild vielleicht generieren können, weil wir ja nach wie vor nicht runterkommen von der Wachstumsorientierung, von diesem vermeintlichen allgemeinen Interesse, mit dem man dann Verteilungskonflikte flicken kann, mit dem man dann die Umweltzerstörung wieder aufheben kann. Man braucht ja erstmal ganz viel Geld, damit man dann bezahlen kann, dass man die Flüsse wieder reinigt etc. Also diese Rationalitäten mal fundiert aufzubrechen und sich gemeinsam zu überlegen, was ist denn diese Vision vom guten Leben, wie sieht die aus und was sind da die Kernpunkte, an denen wir messen wollen. Und da, glaube ich, ist auch die Wissenschaft auf einem guten Weg. Es gibt ja verschiedene Initiativen, auch vom Wissenschaftlichen Beirat Globalisierung und Umwelt angestoßen, diese transformative Wissenschaft nach vorne zu stellen, die für sich den Anspruch nimmt, auch Initiator von Veränderungsprozessen sein zu wollen und direkt mit den Akteuren, die eigentlich Veränderungen leben und umsetzen, zusammenzuarbeiten, schon in der Definition der Problematik und der Forschungsfragen. Und es da im Grunde genommen dann eben zu anderen, auch durchaus normativeren Designs kommt in der Forschung, die jetzt methodisch gar nicht unvalide sind aus der wissenschaftlichen Perspektive, aber dieses Expertenwissen gleich mit dem Kontextwissen, also mit dem Insider-Power von den Leuten, die eigentlich Nachhaltigkeit leben wollen, kombiniert, damit eine Anschlussfähigkeit gleich mit gewährleistet wird und dadurch robustes Wissen entsteht. Und wir, genau, genau, ja. Und daraus valide Expertise für so einen Gestaltungsprozess zu machen.
Besonders in Nordrhein-Westfalen gibt es da im Moment sehr spannende Vorstöße von der Rot-Grün-Regierung. Die haben wirklich ihre Forschungs- und Wissenschaftsstrategie dem Leitbild nachhaltige Entwicklung jetzt verschrieben und haben gesagt, Wissenschaft nicht nur für sich, sondern für ein Gemeinwohl, was wir eben mit nachhaltiger Entwicklung, weil wir das als Politikziel akzeptiert haben, auch bundesweit, ausrichten wollen. Und dann gibt es eben verschiedenste Initiativen, bis hinunter in der Vergabestruktur von Forschungsgeldern. Und es gibt auch auf der Bundesregierungsebene im Moment ein BMU- und UBA-finanziertes Projekt, das sich da Forschungswende nennt, wo auch wissenschaftliche Institute mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und einen Forderungskatalog stellen. Weil wenn wir uns die Vergabepolitik anschauen momentan, wer sitzt da in welchem Gremium, die darüber entscheiden, was wird erforscht und wer kriegt die Mittel dafür und was sind die Ziele auch bei Nachhaltigkeitsforschung, das ist eine unheimliche Ungleichverteilung in Richtung Technologieeffizienz. Was nicht wundert, weil immer Unternehmen mit an Bord sitzen, aber ganz wenig Zivilgesellschaft. Und das ist eben eine der Initiativen, zu sagen, es braucht einen anderen Forschungsrat, der eben dann die Möglichkeit mit sich bringt, dass aus der Zivilgesellschaft, wo Pioniere versuchen, anderes Wirtschaften ja auch schon zu leben, mal zu analysieren, was steht denen denn im Weg. Also es ist ja nicht so, dass nicht viele Leute im anderen Weltbild auch anfangen und anders wollen, aber dann immer wieder an die Grenzen stoßen und entweder die alte Marktmacht zurückkommt, sie kooptiert werden oder eben sie in der Nische bleiben, weil es nicht anschlussfähig genug wird. Und da sind unheimlich viele Potenziale, wie man es integrieren kann und aus der Praxis für die Politik dann natürlich auch zeigen kann, es wird nicht einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft geben, es wird alternative Arten und Weisen geben, das herzustellen, was die Bedürfnisbefriedigung braucht und sich da eben zu verständigen, was kann so eine Zielvision sein, ob das dann eine Zukunftsgerechtigkeit ist, lasse ich mal völlig außen vor, aber Suffizienz ist ja sehr stark gemacht worden, jetzt auch nochmal in dem Sondervotum, was wir heute gesehen haben, Referenz drauf gemacht worden und war ein vorheriges Sondervotum. Und vielleicht kann man da Suffizienz draus machen, gleich eine Resilienz mit reinbringen von einem System, was in der Systemforschung im Moment sich so durchsetzt als neues Schlagwort und was in der Struktur sich dadurch auszeichnet, dass du viele Einheiten, die auf eine gleiche Funktion der Bedürfnisbefriedigung hin liefern können, dezentral ansiedelst, die das möglichst auch noch unterschiedlich bewerkstelligen können, damit, wenn ein externer Schock kommt, die eine bestimmte Art der Bedürfnisbefriedigung unmöglich macht, du andere kleine Zentra hast, die das auch noch können. Das alles steht natürlich unserer momentan immer mehr zentralisierenden Wirtschaftsstruktur entgegen, würde aber dann gleichzeitig Schockresilienz für die Zukunft mit sich bringen. Danke, Maja, vielleicht. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage zur Institutionenfrage, weil das Ulla auch angesprochen hat, dass ja auch gefordert wird von der Enquete-Kommission, quasi Organisationen, Institutionen zu schaffen und du das auch einforderst und sagst, Nachhaltigkeit ist nicht institutionell gefasst, aber ich glaube, du meinst andere Institutionen, die geschaffen werden sollen, wie die Enquete-Kommission meint. Also ich denke, wir können entweder überlegen, ich finde es unheimlich tragisch, wenn wir jetzt mit der Enquete enden, weil ich glaube, wir können uns in der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft im Kreis drehen und auf den Kopf stellen. Es ist so wichtig gewesen, einen offiziellen politischen Prozess zu haben, wo politische Parteien und auch die Regierung im Zweifel zumindest eine gewisse Rechenschaftspflicht mitbekommen haben, sich zu dem Thema äußern zu müssen. Und auch mediale Aufmerksamkeit ist dadurch viel besser gesichert. Ich denke, das wäre ganz wichtig, einen Anschlussprozess zu finden, ob es jetzt wieder eine Enquete-Kommission ist und was deren genaues Thema ist, wie wir da weiterkommen, müsste man schauen. Aber auf jeden Fall dieses Commitment von der politischen Seite, diesen Prozess jetzt nicht abzubrechen, wäre unheimlich wichtig aus meiner Perspektive.